Sie haben gesehen, diese kritische Situation. Sie haben sofort die Station geschlossen. 8 Ärzte kamen und haben gesehen, da geht es auch jetzt wieder um Leben und Tod. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein. Ich kann nicht mehr. Eine Ärztin sagte zu mir, sie hätten 5-mal sterben können. 5-mal. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist ein Wunder, dass ich hier noch stehe. Normalerweise würde ich nicht mehr hier sein, denn ich war schon 2-mal tot. Und ich möchte heute ein Zeugnis ablegen, wie Gott mich wieder zum Leben erweckt hat. Und es ist für mich bis heute noch ein Wunder, dass ich lebe. Und deshalb möchte ich ein Zeugnis ablegen. Und bevor ich das tue, möchte ich beten, aber ihr könnt gerne sitzen bleiben. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, danke, dass du mir zum 2. Mal das Leben geschenkt hast. Es ist so ein Wunder, was ich nicht fassen kann. Gib mir jetzt Kraft, ein lebendiges Zeugnis von deiner Größe abzulegen und dass wir auch dadurch gestärkt werden. Du bist ein Gott, der Leben und Tod in seiner Hand hat und der alles lenkt und leitet. Danke, dass du jetzt unter uns bist und schenk mir deinen Segen. Amen. Ja, bevor ich beginne, möchte ich ein Wort vorausschicken in Psalm 116. In Psalm 116, das eigentlich mein Psalm geworden ist. Und da möchte ich ein Wort daraus lesen in Vers 8. Psalm 116, Vers 8. Luther übersetzt das so schön. Denn du hast meine Seele aus dem Tod gerissen, meine Augen von Tränen befreit, meinen Fuß vor dem Gleiten bewahrt. Da kann ich sagen, das habe ich erlebt. Er hat mich aus dem Tod wieder herausgerissen. Ein Wunder, was Gott getan hat. Und wenn ich dann noch weiter lese in Vers 13, ich will den Kelch, oder 12, wie soll ich dem Herrn alle seine Wohltat vergelten, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn mein Gelübde erfüllen vor seinem ganzen Volk. Der Tod seiner Heiligen ist kostbar in den Augen des Herrn. O Herr, ich bin dein Knecht, und der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen. Dir will ich Dank opfern und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn mein Gelübde erfüllen vor seinem ganzen Volk. In den Höfen am Hause des Herrn, in deiner Mitte, in dir, Jerusalem. Halleluja. Der Psalm beginnt mit dem Wort, Vers 1, ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme und mein Flehen. Ja, das kann ich bezeugen und wie gesagt, es ist ein Wunder, dass ich vor euch stehe und dass mir Gott zum 2. Mal das Leben geschenkt hat. Ja, es begann eigentlich gar nicht so großartig. Ich hatte einen Leistenbruch und da musste ich ins Krankenhaus. Und ich kann ja Gott danken, dass ich Jahrzehnte überhaupt keinen Arzt brauchte, nichts. Also Gott hat mich gesegnet. Ja, ich ging nicht so gern ins Krankenhaus, aber Willem sagte, geh doch. Und dann ging ich und ihr wisst ja, alle Medizin und vielleicht alle, bevor man operiert wird,
muss man ein Narkosegespräch machen mit einem Arzt oder Ärztin. Und dann habe ich mit einer Ärztin gesprochen und dann frug ich sie noch, ja, ist da ein Unterschied von der Dosis, wenn Sie mich in Narkose setzen? Und dann sagt sie, selbstverständlich. Also wenn ein starker, großer Mann ist, der kriegt eine größere Portion als ein schmächtiger. Und naja, ich war zufrieden und dann kam der Tag der Operation. Ja, was der Chefarzt noch sagte, eigentlich machen wir diese Operation ambulant. Ich habe mich gewundert, Operation ambulant, aber naja. Und dann frug mich der Arzt, ja, haben Sie jemanden zu Hause? Sage ich, eigentlich nicht. Ja, dann dürfen Sie eine Nacht noch bleiben. Naja, gut, mich hat's, ja, ich kenne das ganze System nicht gut, habe mich gewundert. Und dann, ich weiß noch, um 8 Uhr, da war eine große Uhr da, legte ich mich auf den Operationstisch. Und dann kam ja, das Narkose-Team, die haben gelacht, als sie mich sahen. Und dann sagten sie, wissen Sie, warum wir lachen? In Ihren Papieren steht, Sie nehmen überhaupt keine Medikamente. Gar nichts. Ist eigentlich selten in Ihrem Alter, überhaupt keine Medikamente. So, nein, ich brauche nichts, mir geht's gut. Ja, 8 Uhr auf den Operationstisch und ich wäre fast nicht mehr aufgewacht. Normalerweise dauert so eine Operation halbe, dreiviertel Stunde oder ich weiß nicht wie lang, so etwa. Und es war 12, es war 1, es war 2, es war 3, ich wachte nicht mehr auf. Und dann hörte ich, Herr Kloß, machen Sie die Augen auf, Augen auf. Das haben Sie nicht einmal gerufen, Augen auf. Ich konnte nicht. Und dann hatte ich über Schmerzen geplagt. Und naja, das ging so, also 8 Stunden, ich war nicht da. Das war für mich schon unwahrscheinlich. Ja gut, dann kam ich zu mir, dann haben sie mich ins Zimmer geführt und ja, ich hatte dann noch Schmerzen. Und dann am nächsten Tag stand eine Frau vor meinem Bett und stellte sich vor, ich bin vom Narkose-Team, wie geht's Ihnen? Haben Sie noch Schmerzen? Ja, es geht, nein. Ja, und nichts, also ich habe den Arzt nicht gesehen, der mich operiert hat, nichts. Nur sie hat da gefragt, eigentlich auch wieder ungewöhnlich, vom Narkosedienst jemand, anstatt der Arzt. Naja, gut, ja, ich kenne das System nicht, okay. Ja, dann wurde ich entlassen und das ging dann so 3 Wochen. Und dann hatte ich auf einmal unheimliche Krämpfe in meinen Beinen, unheimliche Krämpfe. Es war an einem Sabbat. Ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann am Sonntag ging der Krampf vom rechten Bein weg, aber im linken Bein, der Unterschenkel, unheimlich Krämpfe. Und dann sagt wieder der Willem, geh ins Krankenhaus, geh ins Krankenhaus. Ja, ich war nicht so begeistert, aber gut, ich ging dann. Und dann haben sie festgestellt, es ist eine Thrombose, was ich habe. Und dann haben sie auch noch festgestellt, Entzündung im Enddarm. Es war ja so, wie ich dorthin kam, ja, es gibt so viele Geschichten, die hätten mich gar nicht aufgenommen. Aber gut, weil ich keinen Hausarzt hatte. Ja, auf jeden Fall wollte der Arzt mich wieder nach Hause schicken. Sagte, ja, Sie können wieder nach Hause gehen, jetzt kommt das Wochenende und so, zu Hause ist schöner wie hier. Aber der Chefarzt oder der Oberarzt sagte, nein, der Mann muss hier bleiben. Und dann blieb ich hier und dann haben sie eben festgestellt, ja, diese Thrombose und diese Entzündung im Enddarm. Und dann haben sie eine Darmspiegelung gemacht, sie nannten das kleine Darmspiegelung, wo sie dann genau festgestellt haben, Entzündung im Enddarm ohne Narkose. Das hat geschmerzt. Die haben gesagt, ja, es ist nur Kleinigkeit. Unheimlich. Naja, und da haben sie festgestellt, ja, sie haben eine Entzündung, wir sind da nicht viel weitergegangen, also ist sehr schwer. Gut, dann haben sie mich behandelt
mit Medikamenten, wie man es im Krankenhaus, wie es üblich ist. Ja, und dann brachte das nichts, diese Behandlung. Und dann bin ich einmal auf der Toilette zusammengebrochen, also ich habe Blut verloren und es war in der Nacht. Und dann gibt es ja die Klingel, da habe ich geklingelt, aber es kam niemand. Ich lag da, ich blutete, niemand kam. Ja, was soll ich machen? Ich klingel, es kommt niemand. Ich konnte nicht. Und dann kam später, die Schwester sagt, Sie wissen Sie, ich bin alleine, es sind über 30 Patienten. Ich war auf einer ganz anderen Seite, hat sich noch entschuldigt. Ja, und hat mir dann geholfen. Aber diese Medikamentenbehandlung, sie war auch nicht hilfreich. Es ging, es hat sich dann nicht viel gebessert. Und so haben sie dann eine Dickdarmspiegelung gemacht, obwohl der Darm entzündet war, haben sie eine Dickdarmspiegelung gemacht. Und da begann die Katastrophe. Es war in der Nacht wieder, wo ich auch Schmerzen hatte im Bauch und dann sage ich, ja, und was kann ich tun? Ja, sie hat mir Medikamente gegeben, die Schwester, aber hat nicht geholfen. Dann um 1 Uhr, 2 Uhr sagt sie, ja, wir müssen sie runter, wir müssen eine CT machen, also Computertomographie. Und dann haben sie die gemacht und dann haben sie gesagt, sofort operieren, wir müssen eine Notoperation machen. Der Darm ist zusammengebrochen. Die Speise ist in dem Bauchraum und dann stellte sich noch heraus, ich habe Blutvergiftung, also sehr, sehr dramatisch und ja, sie gaben mir nur 10%, es ist jetzt zu Ende. Naja, und so kam ich in den OP und ja, es sind so viele Sachen, wo ich sehe, die Hand Gottes, die Gnade Gottes, war so in der Nacht. Und dann haben sie noch den Wilhelm angerufen um 2:30. Und normalerweise, ja, wer hebt um 2:30 das Telefon ab, aber er konnte nicht schlafen, ist aufgestanden und runtergegangen in die Küche und da kam das Telefon. Und dann konnte er noch sprechen mit der Ärztin, die operiert, und auch die andere Ärztin hat dann noch gesprochen, ja. Und die haben gesagt, ja, es ist sehr kritisch, wir müssen da etwas rausschneiden. Naja, und so wurde dann operiert, der Tod sehr nahe. Und dann, ja, ich verstehe es auch nicht, 30 Zentimeter haben sie mich aufgeschnitten und dann trat der Tod ein, Herzstillstand. Es war zu Ende, vorbei. Und ja, was macht man dann? Reanimation, also Wiederbelebung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also sie haben mir da den Darm oder die Bauchhöhle ausgespritzt, den Magen oder die Bauchwand aufgeschnitten und auf einmal tot. Wie sie das dann gemacht haben, dann haben sie wiederbelebt, haben sie versucht, mich wiederzubeleben. Ja, und dann bin ich wieder vom Tod aufgewacht. Und dann haben sie weiter operiert, wieder Herzstillstand. Also der Körper hat ja so eine Belastung gehabt und Blut verloren und ja, ich weiß nicht, was da alles passiert ist, wieder tot. Haben sie wieder versucht, mich zu reanimieren. Und ja, haben sie das gemacht und natürlich wieder operiert und einen künstlichen Darmausgang mussten sie machen. Sie haben ein Stück weggeschnitten, entzündet, sehr entzündet, künstlicher Darmausgang. Und so ist das in der Nacht vonstatten gegangen. Aber ich war eben sehr geschwächt. Ich brauchte auch 2 Blutkonserven. Ich war dann so geschwächt und dann haben sie mich in Koma gesetzt. War ganz weg. Und es war Mittwoch, es war dann Donnerstag, war ich weg und Freitag war ich weg. Und am Sabbat wollten sie mich wieder zum neuen Leben erwecken, also wieder, dass ich da bin. Und das ist passiert, ja. Und gerade an diesem Sabbat hat mich Wilhelm und Simone besucht. Ja, in diesem Zusammenhang möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für euch, dass ihr für mich gebetet habt,
alle, die mir beigestanden sind, die mir Mut zugesprochen haben und geholfen haben. Vielen Dank allen Geschwistern von euch. Kann ich nur Dank sagen. Und besonders eben Simone und Willem, die haben mich jeden Tag besucht und ja, nach mir geschaut, wie es war. Und da kamen sie auch an einem Sabbat. Und das war so, es war eine halbe Stunde, bevor sie kamen, haben sie mich wieder zum Leben gebracht, also aus diesem Koma heraus. Und Willem hat dann noch gesehen, wie ich da ausgeschaut habe mit einer Maske. Das ja, wurde ganz angepresst, ja, dass wieder die Lunge beginnt zu atmen und so weiter. War schlimm. Und dann hat er natürlich, so wie ein Arzt ist, schaut auf die Geräte. Und dann sah er Sauerstoff im Blut 80. Normalerweise ist 98, war nur 80. Und das ging runter, 79, 76, 71. Und er stand da und niemand ist da. Und dann kam gerade eine Ärztin und dann sagte er, hier stimmt etwas nicht. Und dann saß sie, ja 71 und es geht noch weiter runter, 69. Und dann hat sie gesehen, oh, das wird jetzt ganz gefährlich. Und dann hat sie gleich gerufen, Ärzte, und sie haben gesehen, diese kritische Situation. Sie haben sofort die Station geschlossen. 8 Ärzte kamen und haben gesehen, da geht es auch jetzt wieder um Leben und Tod. Und haben mir da gleich so einen Schlauch rein und ja, versucht, da mich noch am Leben zu erhalten. Denn das ging dann runter. Willem sagte, bevor sie sich umgedreht haben, ging der Wert auf 61. Also lebensbedrohlich. Von der Sauerstoffmenge. Und dann haben die Ärzte alle raus, die Station wurde geschlossen, 8 Ärzte von der ganzen Station und haben über eine Stunde gearbeitet. Sie haben alle rausgeschickt. Willem wusste nicht mehr, ja, was passiert jetzt, wie schaut es aus. Und eine Stunde, über eine Stunde, denn es eben ja, bis zur Lunge und was eben da alles gemacht wurde, haben sie versucht, mich wieder zum Leben zu bringen. Ja, das ist dann gelungen. Und denn er hat noch gesagt, wie er kam. Ich war noch da, bevor das alles passiert ist. Und er sagte, hast du Schmerzen? Und dann sah er, ich konnte nicht reden, ich habe nur gesagt, also nein. Und dann kriegst du genug Luft. Und dann habe ich nur mit dem Kopf gezeigt. Und da kam eben diese Sache. Also es war erschreckend, und das Schlimmste war ja, das hat die Ärztin gesagt, vielleicht aus Schreck, hätte sie vielleicht gar nicht sagen dürfen, wir haben vergessen, die Klingel wieder einzuschalten. Also normalerweise in einer Intensivstation, wenn du behandelt wirst, da sind ja die ganzen Geräte und sie haben da gearbeitet an mir, haben sie das ausgeschaltet. Und wie sie weggingen, haben sie nicht eingeschaltet, Klingel, haben sie vergessen. Und deshalb kam keiner. Und Willem kam gerade zu dieser Zeit, wo es so kritisch war. Da sehe ich auch wieder die Gnade Gottes. Immer wieder, ob es bei der Operation, eine Ärztin sagte zu mir, sie hätten 5-mal sterben können. 5-mal. Ob es die Blutvergiftung war, ob es da im Bauchraum, das, ja, die ganze Sache war. Also war es so, so kritisch. Und da sah ich die Gnade Gottes über mein Leben. Dass ich eben lebe, ist ein Wunder. Also normalerweise würde ich nicht mehr leben und wenn sie nicht genau zu dieser Zeit gekommen wären, wäre es vorbei gewesen. Und dann hätten sie gesagt, naja, der Mann hat die Operation nicht überstanden, tot. Und es war noch zu dieser Zeit, dass sie zu diesem Zeitpunkt kamen, sie wollten mich besuchen, aber hatten niemanden, der auf Dennis aufpasste.
Ja, was machen, hat hin und her telefoniert, ja, bis dann sie jemanden gefunden haben. Und dann konnten sie zu mir fahren und genau in der richtigen Zeit. Der richtigen Zeit ist das passiert. Also Gott hat sich benutzt, wirklich auch mir das Leben zu retten. Und es ging um Sekunden. Also Wilhelm sagt ja, oder ja, nur umgedreht. Und da ging der Wert so runter. Ja, mit 61, da wird's eng. Da ist gleich der Tod. Ne? Und es ist alles sehr schnell. Das war eine kritische Situation. Ja, und so kann ich sagen, also es ist wirklich die Gnade Gottes, die mich bewahrt hat. Es ist nichts anderes. Also Gott hat über mich die Hand gehalten. Und dann in der Intensivstation kamen die drei schwersten Nächte meines Lebens. Die drei schwersten Nächte. Als ich da lag, ich habe viel gebetet. Wisst ihr sogar, was ich gebetet habe? Ich habe gebetet, lieber Gott, bitte, die Beter, die für mich beten, lass sie nicht müde werden, dass sie beten. Und ich spürte auch die Kraft in diesem Moment, dass für mich gebetet wurde. Und diese drei schwersten Nächte waren so, ich konnte nicht schlafen. Vor mir so, ich sah die Uhr, die Nachtschwester hatte Dienst von 9 Uhr nachts, also 22 Uhr bis nächsten Morgen um 9 Uhr. Aber ich muss sagen, sie war sehr lieb und sehr nett und hat mich auch gestreichelt. Und ja, auf jeden Fall, ich konnte nicht schlafen. Und dann habe ich gesagt, also die nächste Nacht bitte ich um ein Schmerzmittel oder Schlafmittel auch. Und dann habe ich gebeten um 22 Uhr, könnten Sie mir bitte ein Schmerzmittel geben? Die haben mir das gegeben, aber was war? Es hat nicht gewirkt. Nicht gewirkt. Aber ich dachte, oh weh, wieder. Und das sind die Minuten wie Stunden geworden. Gerade vis-à-vis von mir war die Uhr. 12 Stunden. Ach, ich konnte nicht schlafen. Und das war eben dann in der zweiten Nacht. Und ich habe viel nachgedacht in diesen Stunden über Gethsemane und über Golgatha. Habe ich viel nachgedacht. Was hat Jesus erlitten? Und ihr wisst ja, was der Unterschied war zwischen Gethsemane und gegen Golgatha. Was war der Unterschied? Gethsemane war dieser Moment, wo Jesus die Entscheidung getroffen hatte. Ich nehme alles auf mich. In Golgatha wurde es dann vollzogen. Und so habe ich viel darüber nachgedacht und eben über das Leid und den Tod Jesu. Aber in der dritten Nacht habe ich gesagt oder dachte ich, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt fertig. Ich kann nicht mehr. Also ich war bereit zum Sterben. Ich kann nicht mehr. Und das habe ich dem Herrn gesagt. Und in dieser dritten Nacht war es dann so, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, ich bin versöhnt mit dir. Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem kann ich bestehen und ins Reich Gottes eingehen. Sage ich, ja, das. Und dann sah ich ein Bild. Wisst ihr, was für ein Bild? Von der Wiederkunft Jesu. Jesus kommt mit seinen Engeln. Ein wunderbares Bild. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein. Ich kann nicht mehr. Es ist so schön, dass ich bei dir sein kann. Und da hatte ich nachgedacht über Gethsemane und vor allen Dingen, was ja ein Herzstück des Evangeliums ist und auch der Höhepunkt des Evangeliums. Und da möchte ich mit euch diese vier schwersten Dinge durchdenken, was Jesus
im Gethsemane erlebt hat. Das erste war, es war die schwerste Stunde. Da möchte ich ein Wort lesen in Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen an einen Ort, der hieß Gethsemane, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Gethsemane heißt ja Ölkelter. In dem Garten Gethsemane waren ja Ölbäume. Und in einer Höhle war eine Ölpresse. Und das ist wirklich hinweisend auf das Leid Jesu, wo er wirklich dieses Leid ertragen hat, die schwerste Stunde. Und er hatte das Bedürfnis zu beten. Es war anders wie je. Er war öfter im Garten Gethsemane und hat gebetet. Aber jetzt hat er das Bedürfnis zu beten. Und deshalb sagt er: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete, zu den Jüngern. Aber seine drei vertrautesten Jünger, die hat er mitgenommen. Wer waren die drei vertrautesten Jünger? Johannes, Jakobus, Petrus. Die drei hat er, steht hier. Und er nahm Petrus und die zwei, in Vers 37, Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und fing an zu trauern und zu verzagen. Das war das Schwerste. Sonst hat er ermutigte Menschen zugesprochen, sie ermutigt. Und jetzt selbst sehen wir auch, er konnte nicht mehr. Er war betrübt, sagt die Bibel, bis an den Tod. Es war ungewöhnlich, was hier Jesus erlebte. Also die schwerste Stunde. Und warum war die Stunde so schwer? Weil er die schwerste Last getragen hat. Die schwerste Last. Und was war die schwerste Last? Die Sünde der Menschheit. Denn es ist ja interessant, es steht hier: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Da hat er noch keine Schmerzen erlitten. Weder durch die Hände noch durch die Füße. Da ist er nicht ausgepeitscht worden. Da war noch gar nichts. Da war er nur mit den Jüngern zusammen. Ja, was bedeutet das? Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Also er hatte das Bedürfnis menschlicher Zuspruch. Bleibt doch da, bitte, bitte. Jesus, der die anderen gestärkt hat, der den anderen Mut zugesprochen hat. Jetzt sagt er es selbst. Also es ist sehr, sehr erstaunlich. Und wenn wir genau diesen Text lesen, was war so betrübt? Was war so betrübt? Meine Seele war betrübt bis an den Tod. Ja, was heißt denn das? Meine Seele war betrübt bis an den Tod. Was bedeutet das eigentlich? Er hatte einen unheimlichen seelischen Schmerz. Um das besser zu verstehen, können wir das Wort dazu nehmen, Matthäus 10, Vers 28. Und dann können wir auch sehen, den Unterschied, und da sollten wir ein bisschen drüber nachdenken, Matthäus 10, 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr von dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Also da macht die Bibel sogar einen Unterschied. Denn sonst, wir verstehen ja, Seele bedeutet der ganze Mensch, stirbt der ganze Mensch. Aber jetzt wird es hier getrennt. Was bedeutet eigentlich Seele? Seele bedeutet das Innenleben des Menschen. Sein Empfinden, sein Wille, die Persönlichkeit. Das ist eigentlich die Seele. Der Körper ist eine Sache. Wir sind Körper,
wir schauen so aus, wie wir ausschauen, aber das Innenleben ist noch eine ganz andere Sache. Und da sagt er, mein Innenleben ist betrübt bis an den Tod. Denn, und dann können wir fragen, ja, was bedeutet denn das? Was hat er denn da empfunden, dass er so ausruft, ich kann nicht mehr, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Die Bibel spricht von zwei Toden, zwei Tod, kann man sagen. Der erste Tod, das ist der natürliche Tod. Und wie wird der in der Bibel bezeichnet? Als Schlaf. Ihr kennt diese Geschichte von Lazarus, unser Freund schläft. Also es ist nur vorübergehend. Von einem Schlaf kann ich aufwachen. Aber hier geht es um etwas anderes. Und das schließt uns das Wort auf in Hebräer 2, was damit gemeint ist. Da geht es nicht nur um den körperlichen Tod, sondern da geht es hier in Hebräer 2, Vers 9 steht, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Aha, da wird uns bewusst, das ist der zweite Tod. Vom ersten Tod gibt es ein Aufwachen und das ist für alle Menschen, ob gläubig oder ungläubig. Aber der zweite Tod, das wird auch alles vernichtet, der Charakter, der zweite Tod. Und das sagt Jesus hier, das sagt die Bibel hier, er hat durch Gottes Gnade für alle den Tod geschmeckt. Und deshalb die schwerste Last, dass er die Strafe der Sünde getragen hat, nicht nur körperlich, sondern seelisch. Das ist es. Er schmeckte den Tod. Er schmeckte ihn. Also was erlebte er denn bei diesen Schmecken? Die Trennung von Gott. Das erleben alle, die verloren gehen. Die Trennung von Gott. Er schmeckte den Tod. Er sah nichts mehr. Es war ganz finster. Und das erlebte Jesus in Golgatha. Und dann auch in Gethsemane und in Golgatha, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also die Trennung, das war das Schwerste. Das war die schwerste Stunde für Jesus. Aber nicht nur, dass er die schwerste Stunde erlebte, sondern die schwerste Last, sondern das Dritte, der schwerste Kampf. Er erlebte auch in Gethsemane oder überhaupt in seinem Leiden, den schwersten Kampf. Was sagt uns da die Bibel? In Lukas Evangelium heißt es, was hat er da erlebt? Er nahm den zweiten Tod auf sich und dann steht in Lukas 22 dieses schwere Wort auch, Lukas 22, Vers 44, und er rang mit dem Tod, das ist jetzt der schwerste Kampf, er rang mit dem Tod und betete heftiger, aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Merken wir, was das für ein Kampf war? Der Schweiß wurde Blut. Das war dieser seelische Kampf. Und er schmeckte diesen zweiten Tod, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Und er kämpfte sich. Und die Bibel sagt hier, wenn wir die Geschichte lesen, dass Jesus nicht nur gebetet hat, wie wir es tun, niederknien, sondern er lag auf dem Boden und er hat sich festgekrallt an dem Boden. Also so ein Kampf war es. Der schwerste Kampf. Und wenn ein Kampf stattfindet, dann sind da immer mindestens zwei anwesend oder zwei Gruppen. Wer war denn die andere Gruppe? Der Teufel. Das ganze Heer des Teufels war um ihn und hat ihn bearbeitet.
dass sie gesagt haben, er ist ja ganz Mensch gewesen und jetzt werden wir ihn besiegen. Und deshalb hier dieser schwerste Kampf, dass er Blut geschwitzt hat. Er schwitzte Blut, Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Das war der Kampf. Und in diesem Zusammenhang, also da erlebte er den zweiten Tod. Und dann lesen wir in Hebräer 5, das ist auch eine Stelle, die uns zeigt, wie schwer dieser Kampf war. Da wird uns gesagt in Hebräer 5, da heißt es hier in Vers Hebräer 5, Vers 7, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Merkt ihr, was das für ein Kampf war? Er mit Flehen, mit starkem Geschrei und Tränen. Das war Gethsemane, mit Tränen, mit Geschrei, die Schuld der Sünden der ganzen Welt hat auf sich genommen. Und jetzt kam das Vierte. Nicht nur, dass es die schwerste Stunde war, nicht nur, dass es die schwerste Last war, nicht nur, dass es der schwerste Kampf war, sondern das Vierte, was war das? Die schwerste Entscheidung. Die schwerste Entscheidung, wie wir das lesen in Matthäus 26. Die schwerste Entscheidung. Denn wie oft hat Jesus gebetet, ach, lieber Vater, lass den Kelch von mir vorübergehen. Ich kann nicht mehr. Lass ihn. Also wenn es irgendeinen Weg gibt, dass ich nicht dieses tragen muss, lass ihn doch an mir vorübergehen. Und wo er dann die schwerste Entscheidung traf in 42, mein Vater, oder ich lese mal Vers 39, und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Irgendeinen Weg. Und dann in Vers 42, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Jetzt hat er sich in den Willen Gottes ergeben. Gab es einen Weg, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen konnte? Gab es einen Weg? Es gab keinen Weg. Es gab keinen. Und deshalb sagt, wenn es keine Möglichkeit gibt, dann geschehe dein Wille. Das war die schwerste Entscheidung, denn dreimal hat er gefleht, ach, wenn es irgendwie möglich war. Denn wir müssen uns vorstellen, Jesus litt ganz als Mensch. Nicht als Gott, das sind Geheimnisse, er war Gott und Mensch, aber da erlebte es als Mensch und er sagt, die Last ist zu schwer, ich kann nicht. Aber wenn es keinen Weg gibt, dann geschehe dein Wille. Das war die schwerste Entscheidung, die Jesus in Gethsemane getroffen hat. Und in Gethsemane entschied sich das Schicksal der Menschheit, der Millionen Menschen, von uns auch. Da hat er gesagt, ich tue es um des Menschen willen. Ich liebe den Menschen, er soll einmal im Reich Gottes sein. Er hat die Möglichkeit dazu. Ich trage diese Last, ich trage diese Sünde, ich nehme alles auf mich, dass der Mensch gerettet wird. Also das Motiv reine Liebe. Und so hat er sich in den Willen Gottes ergeben. Ja, und diesen unheimlichen Schmerzen, ich habe so gedacht, wie ich in der Intensivstation lag. Ja, ich habe wohl körperliche Schmerzen, aber Jesus, was hast du erlitten? Den seelischen Schmerz, das kann man gar nicht sich vorstellen. Das hast du erlitten. Und dann in dieser Nacht, als ich mit meinem Leben abgeschlossen habe, dann habe ich gesagt, lieber Gott, und ich habe zu ihm gebetet, wenn du mich leben lässt, was dann?
Du hast mich gesegnet, ich danke dir, ich durfte Jesus zu dir, ich durfte Menschen zu Jesus führen, zu dir. Sie haben den Glaubensweg, gehen den Glaubensweg, das ist ein großes Vorrecht. Aber was soll ich jetzt tun? Oder was geschieht dann? So habe ich zu Gott gebetet. Und dann sagte Jesus, wenn du wieder gesund bist, dann sprich in Verbindung mit deiner Erfahrung über das Evangelium und verkündige das Evangelium und sag, dass die Menschen sich entscheiden, solange noch Möglichkeit ist. Das hat der Herr zu mir gesagt. Erzähle, verkündige ihnen diese wunderbare Erlösungsbotschaft. Das Leben ist zu kostbar, um es für andere Dinge zu vergeuden. Und dann sagt er, rufe auch die Geschwister auf. Denk an Laodicea. Was sagt Laodicea? Was sagt Gott zu Laodicea? Hör auf mit deinem oberflächlichen Glaubensleben. Mach einen Schlussstrich, sonst werde ich dich ausspucken. Das sagt Jesus zu seiner letzten Gemeinde, zu uns und sagt, und Jesus sagt, predige das klar, sonst gehst du verloren, wenn du weiter so oberflächlich bist, einmal oben, einmal unten, so lustig dahin leben. Nein, die Zeit ist zu ernst. Mach ernst mit Jesus. Das hat mir Jesus gesagt, dass ich das klar der Gemeinde sagen soll und dass sie sagen, zuerst, Matthäus 6,33, trachte zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles solches gefallen. Das hat mir Jesus gesagt. Und wisst ihr, was ich in dieser Nacht gemacht habe, macht man nicht so schnell. Ich habe ein Gelübde gemacht. Ein Gelübde. Wir hatten es vorhin gelesen im Psalm 116. Und was für ein Gelübde? Das steht hier im Psalm 116. Da heißt es hier 18, Vers 18 und schon auch Vers 14. Ich will dem Herrn mein Gelübde erfüllen vor seinem ganzen Volk. Und dann noch einmal in Vers 18 in den Höfen am Haus des Herrn, in deiner Mitte, in dir Jerusalem. Halleluja. Also in der Gemeinde. Ich habe den Herrn ein Gelübde gemacht, indem ich gesagt habe, wenn ich noch einmal wieder lebe, denn ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich lebend aus dem Krankenhaus herauskomme. Ich habe gesagt, ist vorbei. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du mich noch einmal leben lässt, dann möchte ich dieses erfüllen, ein Gelübde. Ich habe Gott versprochen, dass ich das sagen werde. Es war vom Herrn eine unmissverständliche Antwort. Eine unmissverständliche Antwort. Und nach dieser schweren dritten Nacht, wo ich gedacht habe, ich habe abgeschlossen, ist vorbei. In der Früh höre ich eine Stimme von einem Mann, Pfleger. Hallo, Herr Kloß, aufstehen, aufstehen. Ich habe ihn jetzt nicht verstanden. Ich lag in der Intensivstation, Geräte angeschlossen. Aufstehen, es geht vorwärts. Dann sage ich, ja, was meint er denn? Was verstehe ich nicht? Und dann sagt er, ja, die Sonne scheint raus, wir werden sie an die Sonne setzen. Und so, ich wusste nicht, was geschieht. Dann haben sie so ein Bett improvisiert, das war so ein Stuhl. Da haben sie mich so draufgelegt und mich zur Sonne gefahren, zum Fenster, wo die Sonne scheint. Also ich habe abgeschlossen mit dem Leben und jetzt auf einmal soll es wieder aufwärts gehen. Und so sagt er, so und jetzt werden wir was essen. Sie müssen zu Kräften kommen. Essen, ich habe tagelang nichts gegessen. Und dann haben sie mir so eine Astronautenkost gegeben. Also da sind so alle Stoffe drinnen, Vitamine und Mineralien und alles. Und dann sage ich, ja, werde ich das nicht wieder ausspucken? Sagt dann, nein, nein, Sie müssen nur langsam trinken. Trinken Sie nur das langsam. Und dann habe ich langsam getrunken, ja, und habe es behalten.
Und so bin ich langsam zu Kräften geworden, natürlich sehr schwach und alles. Aber es ging dann langsam aufwärts. Und dann eines Tages kommt der Chefarzt und sagt, bei Ihnen geht's hoch wie bei einer Rakete. Der Organismus, alles arbeitet wieder, wir können die Geräte abschalten. Es ist alles sehr gut und wir können Sie bald in die Normalstation entlassen. So hat er schon wieder geschwärmt. Ich war nur ganz erstaunt, ne, in der Intensivstation, todkrank und jetzt auf einmal. Und diese Wende begann, es ging aufwärts. Und in dieser Intensivstation besuchte mich Femke. Und als sie kam, dann sagt sie, Opi, ich möchte dir eine Geschichte vorlesen. Und dann sagte ich, können wir nicht etwas aus der Bibel lesen? Lesen wir etwas aus der Bibel. Und dann schlägt sie auf Psalm 33. Psalm 33, ein wunderbares Wort. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mir das vorlesen? Es ist ein längerer Psalm. Und sie hat mir das vorgelesen und das hat mich so gestärkt. Wo steht, ich nehme nur einige Texte heraus, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss und so weiter. Und dann Vers 18, siehe, das Auge des Herrn sieht auf die, die ihn fürchten, die auf seine Güte vertrauen, sodass er ihre Seele vom Tod errettet und sie in Hungersnot am Leben erhält. Unsere Seele wartet, hofft auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich über ihn. Und wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir es von dir hoffen. So hat sie das vorgelesen. Und das war so wunderbar für mich. Und dann, nachdem sie das vorgelesen hat, habe ich gesagt, können wir jetzt beten. Dann hat sie gebetet, dann habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, können wir noch einen Psalm lesen? Ja, wir können noch einen Psalm lesen. Und dann habe ich gelesen, den Psalm 31. Ich sage, kannst du den vorlesen? Und dann hat sie den vorgelesen. Ihr könnt einmal zu Hause diese Psalmen lesen, sind wunderbar. Und dann hat sie wieder gebetet und dann habe ich wieder gebetet. Und dann habe ich gesagt, ist der Himmel auf Erden. In dieser Intensivstation, das hat mich so gestärkt, das war für mich das Schönste, das ist Himmel auf Erden, dieses Wort, das ist so lebendig geworden, sage ich, danke, danke, danke. Es war so schön für mich. Es war Himmel auf Erden, was ich da erlebt habe. Und dann kam die überraschende Botschaft vom Chefarzt, so, Sie können wieder in die Normalstation. Aber natürlich war das nicht so einfach, wie sich das anhört. Denn ich lag ja da wie ein Würmlein im Bett und dann sagen Sie, aber nicht aufstehen, Sie dürfen nicht aufstehen, sonst brechen Sie zusammen. Sag ich, ja, ja, also du lagst da, du konntest nichts machen. Nein, und ich musste dann, ja, der Krankengymnast lernen, wieder zu gehen, dass ich langsam gehen konnte. Und schon ein paar Schritte, da war ich froh. Dann der Kreislauf ist zusammengebrochen. Und jeder, der das schon einmal erlebt hat, dann bist du fertig. Und da war auch an einem Tag Kreislauf zusammen. Da kamen gleich 4, 5 Ärzte und haben versucht, aber sie konnten nichts machen. Einen halben Tag haben sie versucht, dass der Kreislauf wieder hochgeht. Denn du bist bist schwach. Und kamen dann auch andere Botschaften. Sie haben Wasser in der Lunge, Herzvorhofflimmern und das stimmt nicht. Das ist ja so eine Einheit der Körper. Es hängt ja eins vom anderen ab. Es geht nicht eines ohne dem anderen. Also völlig geschwächt der Körper, Herzrhythmusstörungen. Und vieles mehr. Und dann Schlafstörungen. Ich konnte kaum. Das Schlimmste ist für mich die Nacht bis auf heute. Ich habe heute auch nur 2 Stunden geschlafen. Also es ist unheimlich schwer, wenn du nicht schlafen kannst, was du da machen sollst.
Und da merkt man, wie Gott, wo du immer wieder zu Gott schreist und sagst, Herr, hilf mir, gib mir die Kraft, dass ich durchhalte. Aber die Tendenz ging nach oben. Die Tendenz ging nach oben. Es wurde dann besser. Und ja, ich bin dann verlegt worden ins Krankenhaus Jülich, wo sie auch gesagt haben, ja, dass sie noch stärker werden und alles. Und ja, es gab da viele Erfahrungen mit den Leuten auch. Da lag ein Patient neben mir, der sagt, wissen Sie, die Welt geht bergab. Wir landen in Sodom und Gomorra. Und ich habe gesagt, das ist richtig. Ich sagte, wissen Sie, mich interessiert gar nichts mehr. Wissen Sie, was mich interessiert? Wozu lebe ich? Ich habe gedacht, so eine wunderbare Gelegenheit. Aber ich war zu schwach, ich konnte nicht viel reden. Der Mann sagt, mich interessiert gar nichts mehr, kein Fernsehen, nichts mehr. Ich denke nur nach, wozu leben wir eigentlich? Was ist denn das Leben? Und da dachte ich, ja, Sie haben recht, Sie haben recht. Und als ich in die Normalstation kam, da habe ich die Bibel hingelegt und dann sagt ein Mann rechts von mir, ha, jetzt kann uns nichts mehr passieren, das ist ja wunderbar, so spöttisch. Das war rechts. Und links der Mann sagte, wozu lebe ich? Also wären wunderbare Gesprächspartner gewesen, aber ich war schwach, ich konnte ja nicht. Aber im anderen Krankenhaus, dann konnte ich ein bisschen ein Zeugnis ablegen und das war dann schön in Jülich, wo eine Schwester sagte, Sie sind so ganz anders, Sie benehmen sich anders, Sie reden anders, was haben Sie eigentlich beruflich gemacht? Und dann habe ich ihr das gesagt, ach so, ach so. Und dann sagt sie, ich war 10 Jahre Katechetin. Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe Ihnen ein Büchlein, Weg zu Christus. Ach, da freue ich mich schon. Dankeschön, Dankeschön. Und dann noch einer anderen Krankengymnastik habe ich ihr auch das gesagt, weil die gesagt haben, ja, der Mensch ist ganz anders wie sonst die Patienten. Ja, und so gibt es viele Erfahrungen. Auf jeden Fall, was ich dann erlebt habe, wie ich dann aus dem Krankenhaus rauskam, ich konnte es ja gar nicht glauben. Es wurde ein Termin gesetzt, ja, geht noch nicht, mit dem Herz stimmt es nicht, Wasser in der Lunge und das und mehr. Aber dann kam doch der Tag und dann war ich wie ein Träumender. Ich dachte, ja, zum zweiten Mal das Leben, alles so anders. Ich kam mir vor, ich weiß nicht, wie ganz anders. Ne? Wie ein Träumender kam ich, wie es im Psalm steht. Wir kamen uns vor wie von Babylon, wie ein Träumender. Und so kam ich dann aus dem Krankenhaus hinaus und ich muss sagen, es war wie eine andere Welt. Ne? Jeder, der im Krankenhaus arbeitet oder zu tun hatte, das ist eine Welt für sich. Die kannte ich nicht. Es ist eine ganze Welt für sich, das ganze Krankenhausgefüge. Und jetzt war ich da, wie in der Freiheit, wie ein Träumender. So stand ich jetzt da und sagte, ja, lieber Gott, du hast mir das zweite Leben geschenkt. Ich möchte, wie es der Psalmist sagt, das Gelübde erfüllen, liebe Geschwister. Und das möchte ich auch heute und jetzt. Ich möchte mich jetzt an drei Gruppen wenden. An drei Gruppen. Erstens an die Unentschlossenen, die gehört haben das Evangelium, die wissen, das ist eigentlich der Weg. Und die möchte ich jetzt ansprechen, wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast. Lieber Freund, liebe Freundin, triff jetzt die Entscheidung. Das Leben ist zu wertvoll, ist zu kurz, dass man da oberflächliche Dinge macht. Triff eine Entscheidung und sag, ja, ich will ganz Jesus nachfolgen. Mein Leben soll Jesus ganz gehören. Oh, ja, ich will es tun. Also das sind die Unentschlossenen, die merken, es ist eigentlich so, ich müsste eine Entscheidung treffen. Triff die Entscheidung, nicht irgendwann, sondern heute. Dann möchte ich mich an diejenigen wenden, die müde und schwach geworden sind im Glaubensleben. Müde und schwach. Die sagen, ja, ich gehe schon so lang in die Gemeinde, ich lebe schon so lang das Glaubensleben. Aber sie sind müde geworden, sie sind schwach geworden
und sie sind oberflächlich geworden. An diejenigen möchte ich mich auch wenden und sage, triff heute eine Entscheidung und sag, ich möchte aufhören mit diesem oberflächlichen Glaubensleben. Ich möchte jetzt entschieden Jesus nachfolgen. Ich möchte ernst machen, denn jeder Tag kann der letzte Tag sein. Wir wissen nicht, ob wir heute Abend noch leben. Wir wünschen uns das, aber es kann schnell gehen. Ich habe das gesehen, wie schnell etwas gehen kann, Dinge kommen, die du nie erwartest. Auch diesen Geschwistern und möchte ich sagen, bitte macht ernst. Und zwar nicht irgendwann, sondern macht es heute. Trifft heute eine ernste Entscheidung und sagt, ja, ich müsste das eigentlich ernst machen. Ich müsste mit Gott leben. Und dann möchte ich mich an eine dritte Gruppe wenden. Und zwar an diejenigen, die in der Nachfolge stehen, die Jesus nachfolgen, die den Herrn lieb haben. Und denen möchte ich sagen, triff auch du heute eine Entscheidung, dass dich Gott als besonderes Werkzeug in seinem Werk gebrauchen kann, wo er dich hingestellt hat. Auch die möchte ich jetzt bitten, eine Entscheidung zu treffen. Liebe Geschwister, also diese drei Gruppen, ich hoffe, ihr habt verstanden, die vor einer Entscheidung stehen, die wissen, ich müsste es jetzt tun. Die zweiten, die müde geworden sind, oberflächlich schwach geworden sind. Und die dritten, die sagen, Herr, gebrauche mich, ich möchte ein Licht sein in dieser Zeit, gib mir die Kraft. Und wenn dich jetzt der Heilige Geist angesprochen hat, dann möchte ich dich bitten, nach vorne zu kommen. Zu bekennen, ja, ich will es so, dass du nach vorne kommst und wir werden dann zusammen niederknien und uns ganz Gott übergeben und sagen, Herr, dir gehört alles. Wir haben so schöne Lieder gesungen, auch am Anfang Gnade. Und das möchte ich euch jetzt bitten. Steht auf, macht den Entschluss, kommt nach vorne und sagt, ja, ich möchte neu mein Leben Jesus übergeben. Ihm gehöre ich ganz. Er soll mein Herr und Heiland sein. Also wer das möchte, kann euch Mut machen, steht auf und kommt nach vorne und macht diese Entscheidung. Es wird eine Segensentscheidung sein, denn das Leben wird anders werden, wie es war. Es wird ein neuer Anfang sein und Gott wird euch besonders segnen. Das ist das, was ich den Appell an euch richte und dass auch ich hier sagen kann, jawohl, lieber Heiland, du bist der Herr und ich möchte dir ganz mein Leben geben. Und es ist ein neuer Anfang und das ist heute ganz besonders notwendig. Also, wenn ihr das verstanden habt, um was es geht, dann macht die Entscheidung heute. Drei Gruppen. Eine Gruppe, die noch keine Entscheidung getroffen hat, aber vor der Entscheidung steht. Die zweite, die müde geworden sind, schwach. Und die dritte, die wirklich sagt, ja, ich mache ernst mit Jesus. Ich möchte ein Zeugnis sein für Jesus. Also wer das tun will, der kann nach vorne kommen. Hab Mut dazu. Es ist ja die wichtigste Entscheidung, es ist ja das Beste, wenn ich mich auf die Seite Jesu stelle und sage, ja, ich gehöre dir. Was gibt es Besseres? Das Leben ist kurz und wir sehen es anhand der Bibel, wie wichtig es ist, dass wir ernste Entscheidungen treffen. Gott ruft euch. Gott klopft an euer Herz. Großer Gott, lieber himmlischer Vater, danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Ja, du bist unser Schöpfer, du bist unser Erlöser. Du hast das alles auf dich genommen, du bist auferstanden und du kommst wieder. Und diese Hoffnung haben wir gerade heute. Du kommst bald wieder und bitte, lieber Heiland, mach uns bereit. Eigentlich, dass wir jeden Tag bereit sind, wenn wir abberufen werden oder wenn wir erleben, wenn du wiederkommst, dass wir bereit sind und dass wir uns freuen,
dass du alle Erlösten zu dir nehmen wirst. Hilf, dass du die Mitte in unserem Leben bist, dass wir erfüllt werden mit deiner Kraft, dass wir wissen, unser Leben liegt in deiner gütigen Hand. Und je besser wir uns oder mehr wir uns entscheiden, umso mehr kannst du uns führen, kannst du unser Leben leiten in allen Dingen, in den Großen und Kleinen. Und so lass uns auch zum Segen sein. Und so bitte ich dich, segne die ganze Gemeinde Aachen. Gib ihnen Wiederbelebung durch deinen Heiligen Geist, dass sie freudig ein Licht sein können und so die Kraft des Evangeliums auch weitergeben. Lass uns authentisch sein, dass wir Menschen sind, die du gebrauchen kannst in dieser letzten Zeit. Vergib uns unsere Sünden, wo noch etwas dazwischen steht. Reinige du uns durch dein Blut und schenk uns deinen Segen. Und so segne uns als Gemeinde weiterhin, führe, lenke und leite uns. Wir danken es und bitten es durch unseren lieben Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir den Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.